Wir machen Samson. Der Mann kann Schaden kassieren, dann wird man stärker. Das war ganz geil. Oh, hier ist eine Bücherei. Und Synthoil. Mhm, das ist ein guter Start. Damit würde ich sogar arbeiten. Ich muss mich jetzt erstmal umgewöhnen. Nach diesem Messermassaker im letzten Run wird jetzt normal spielen echt kacke sein. Muss ich leider dazu sagen. Aber ich schau mal, dass ich mich am Riemen reißen kann. Ich meine, hier ist ja okay, wenn du getroffen wirst. Hier wird es nur wahrscheinlich etwas schwerer, viele Coins einzuzahlen. Aber mein Ziel sind jetzt die 800. Dafür müsste ich jetzt nur 2 einzahlen. Wäre schon ganz schön, wenn wir mindestens so 40 schaffen. Dafür müssen wir aber natürlich sehr stark werden. Gucken, ob uns der Greed God hold ist. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass alles sehr viel langsamer geht und länger dauert. Ich überlege, machen wir auch hier wieder Greed Mode? Planetarium? Eigentlich schon, oder? Das lohnt sich halt schon echt krass. Also ich weiß mittlerweile schon auch, warum Planetarium kein Teil des, also des eigentlichen Spiels ist. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man hier Itemräume skippt, ist halt echt hoch. Aber man kriegt den ja schon fast regelmäßig. Ja, das war ein Champion. Das hat natürlich wieder Aua gemacht. Das war ein bisschen... Okay, okay, okay. Also Fleischklumpen, Klumpen lassen mich eigentlich nicht treffen. Ja, hätten wir mal lieber Tears Up mit ihm genommen, ne? Statt Synthoil. Was will ich denn mit Damage eigentlich mit ihm? Ich weiß nicht, was mich hier die ganze Zeit trifft, Alter. Ja, okay. Ich spiele schon wieder Scheiße, muss ich mehr Geld ausgeben. Wer dreckig spielt, hat es nicht anders verdient. Oh! Oh! Warum auf einmal so viele? Erst 2 große und dann 4 kleine? Das ist nicht okay. So, müssen natürlich auf jeden Fall Boss Devil machen, weil mir... Ja, wir müssen einen Angel Deal und so einen Scheiß machen, ist doch klar. Er und Monstro. Okay. Ah, ist so eine leichte Kombo. Wirklich keine leichte Kombo. Man muss mich nicht verstehen, weißt du? So eine krasse Kombo mache ich dann wieder No-Hit, aber wenn 3 Fliegen in einem Raum sind, kriege ich 3-mal eine in die Fresse. Zu low. Ist mir einfach zu low. Ja, ich kaufe die Keys, die sind günstig. String Missing. Cookbook. Ah, Cookbook ist okay. Ja, 2 Schlüssel mehr kaufe ich nicht. Bounties. Ja, holt mich jetzt noch nicht ab. Wir machen aber jetzt kein Planetarium. Ja, Dross-Klassen.
Ja, Relic ist okay. Das ist ein HP-Up. Das ist natürlich bei meinem Glück wieder nur eine Fliege, aber ist okay. Das schon vor Jahren aufgehört, mich zu versuchen zu verstehen. Das ist okay. Dafür bin ich auch schon viel zu lange hier. Da kann ich nicht rüberlaufen, ne? Das ist gefährlich. So, Bontias, halbe Parasite. Aber nur halb. Liegen ein bisschen anders. Wisst ihr? Schon wieder, von irgendeiner kleinen Larve. Krieg ich dann wieder nicht hin. Ich sehe die einfach nicht. Aber zu meiner Verteidigung, wenn man nur 40 cm von einem 42 Zoll Monitor spielt, dann kann man schon mal so kleinen Scheiß in der Ecke nicht erkennen. Das merkt ihr immer dann, wenn ich zum Beispiel auf die Karte gucke, dass meine Augen sehr weit wandern. Daran erkennt ihr, dass meine Karte nicht einfach nur auf einem normalen Monitor rechts oben in der Ecke sind, sondern ich quasi meinen Kopf bewegen muss, weil ein Augenwinkel gar nicht mehr reicht. Was soll ich sagen? Isaac ist nicht das beste Spiel, auf so einem riesen Monitor zu spielen. Aber ich könnte das Bild natürlich kleiner machen. Aber wo wäre da der Spaß? Also euer Spaß, wenn ich da mal wieder eine Larve nicht sehe. Wow, Cookbook hat ja gar kein Interesse. Aua. Naja, mit ihm ärgere ich mich halt nicht so, wenn ich gehittet werde. Kommt mir quasi zugute. Ja, okay, jetzt müssen wir es aber nicht übertreiben wieder. Bounty ist eigentlich cool, wir hatten ewig keine Bounties. Gehen wir jetzt einfach rein. Na. PhD. Na, ich lass mal. Nehmen wir ein Sicherheitsherz noch mit. Zwei Sicherheitsherzen. Oh, da wäre sogar noch eins gelegen. Ich werde eh nochmal gehittet, alles gut. Oh, das ist die Dross-Version von. Cool. Auch in Gold noch nie gesehen, dementsprechend. Ja, das ist natürlich praktisch. Hier bin ich safe. Ich hätte gedacht, dass mir der Abgrund mal helfen wird. Der ist ganz schön böse, ey. Die schwere Boss. Also dash nur einmal. Okay. Ich glaube, du kommst hier hinten gar nicht rein, ne? Oh, kannst natürlich perfekt da reinschießen. So, Angel Deal. Was Hübsches bitte. Crucifix. Ach, das ist wieder diese Märtyrer-Geschichte. Bin kein Giga-Fan vom Crucifix. Aber naja, es ist halt so. Ja. Da liegt nichts. Ich würde eigentlich gerne auf irgendwelche Sima-Coin-Dinger warten. Die gut sind von Anfang an, nicht wie das da. Und dass die ersten sieben nicht useless sind. Eine Box. Wahnsinn. Da gibt einen Schlüssel immerhin. Oh ja, Harfe ist auch nicht schlecht. Creates a blue screen by picking up a penny. Das ist natürlich auch fantastisch. Und hat mir den Schlüssel gedroppt für die Spirit of Depression, was gut ist, ehrlich gesagt. Das ist immer ein Tiersab. Ansonsten liegt hier aber eigentlich nur Affenscheiße. Alles klar. Wieder kein Breakfast bekommen.
Naja, man muss halt mit dem Märtyrer-Ding. Ich muss zugeben, im Greed-Mode ist das mit dem Märtyrer-Ding ganz okay. Weil. Gut, es verschwindet ja irgendwann. Aber du hast zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass du in so einem Ding drin stehst, ist bedeutend größer als in einem normalen Run. Warum sind die da nicht? Die sind dann schon Homing auch, ne? Ja. Gibt bessere Items. Gibt aber auch schlechte. Ich mache das natürlich gerade sehr clever und zu meinen Depression-Stuff sehr gut aus, indem ich mich ständig hitten lasse. Ja, das Ding, also so wie es jetzt läuft, würde ich sagen, könnte man es packen, allerdings nur um bis zu Greed zu kommen. Greed mache ich so aktuell nicht. Also Ultra Greed. Boah, jetzt lässt mich auch schon wieder viel zu oft treffen, bloß weil ich hier ein paar Soul Hearts habe, muss ich eigentlich nicht damit anfangen. Ja, ich meine, macht die Bosse einfacher, ne? Wow, 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 wow. Birdie. Calm the fuck down. Goose draw. So, also, weit reichen meine Tiers. Oh, jetzt hat er aber. War zu greedy, wollte unbedingt den Effekt mitnehmen. Egal, er killt ihn so. Das schon. So, gib mir meine Skazzes und dann rein in die Doppel-Gurdy-Party. Und Doppel-Gurdy ist, kann man die gleichzeitig dashen, schon kompliziert sein. Aber ich habe genügend Damage jetzt, so oft kassiert. Devil Deal, jetzt muss ich mal reinschauen. Incubus. Schon ziemlicher No-Brainer. Das ist schon ziemlicher No-Brainer. Uiuiui. Jetzt habe ich auch echt viel Geld. Ich nehme mal noch die zwei Dinger mit und dann. Werde ich mal hier nichts kaufen. Sehr viele Free Hugs, finde ich gut. Puh, Mausoleum. What? Nice. Okay. Easy, wieder 15%, oder? Okay, ja, das könnte den Run natürlich jetzt wieder verändern. Ice Tears, bitte. Not shooting builds up or tier bonus over 3 seconds. Ja, Neptunus ist jetzt nicht so geil. Dr. Fetus? Dr. Fetus kann nicht gut sein, oder? Ja, ist ein Tauschraum. Vermutlich für Incubus, würde ich sagen. Sonic, danke schön für den 50. Wir gucken uns das mal an. Ich glaube aber nicht, dass das wert ist. Nee, fürs Rally. Crystal Skull. Respawn as the Forgotten in the previous room on death. You respawn with one empty bone heart and half a soul heart. Nein. Ich meine, für die zwei Soul Hearts war es wahrscheinlich okay.
Ja, ich glaube, ich werde Dr. Fetus nicht machen. Ich sehe da jetzt keinen Mehrwert. Tie Drum geht eigentlich immer. Ich glaube, ich brauche keine Doppelbomben. Incubus wäre Doppelbomben und dann auch mit diesem Sekundending. Gut, was du gefühlt eh nie einsetzt. Das ist ja leider zu einem eher schlechteren Planetarium-Item macht. Okay, interesting. Oh, das ging schnell. Das war eine sauschnelle Phase. The Heretic. Uff, ich hab The Heretic so viel 10-mal in meinem Leben gemacht. Keine Ahnung, was er tut oder macht. Er trifft mich auf jeden Fall ganz schnell. Sehr häufig. Uff, die Siren. Fuck. Ja, ich wollte es nicht unbedingt wegwerfen. Ich wollte es wegwerfen. Sonderlich guter Run ist es ja bisher nicht. Was ist das denn? Hä? Ich hab noch nie gesehen. Der F ist das? Also das Herz habe ich in dem Format noch nie gesehen. Okay, das habe ich so auch noch nicht gesehen. What the hell? Okay. Das ist eindeutig irgendein speziell bearbeiteter Greed-Boss. Und er ist echt schwer. Möchte ich nur mal kurz erwähnt haben. Uff. Holy crap. 4-Shot. Ja. 4-Shot it is. Hallo, Kibasa. Ja, ich rolle auf Soul Hearts. Das ist fein. Squeezy ist fein. Ja, ich weiß halt nicht, wie ich Ultra Greed schaffen soll. Gut, Kapsel. Ich hoffe aber Gutes. Damage. Tears up. Speed up. Close to perfect. Und Book of Belial. Oh, jawoll. Bookworm und Scheiß auf das blöde Cookbook, Alter. Und hier liegen Soul Hearts. Okay. Vielleicht zahlen wir nicht viel ein, aber ich bin ehrlich. Gerade ist es gehörig wahrscheinlicher geworden, dass wir den Run schaffen können.
Magician. Das ist natürlich für einen Endkampf richtig nett. Also uns fehlt immer noch eine Menge, damit ich sage, yo, Ultra Greed, das ist easy peasy machbar, aber... Wenn ich jetzt gleich nur 10 einzahle, ich sag's wie es ist, dann habe ich meine 800, dann habe ich mein Ziel erstmal und dann fehlen, glaube ich, nur noch 100. Das heißt, das wäre natürlich noch geiler, wenn wir mindestens 20 einzahlen können. Damit wir vielleicht mit dem nächsten 99er fertig sind. Und außerdem haben wir damit einem Char wieder was fertig. Der Boss ist hier leider ein bisschen verbuggt, deswegen ist es nicht ganz so einfach. Nicht, dass ich jetzt eigentlich brauche Abaddon oder so einen Scheiß. Ach, das war dumm. Das war dumm. Jetzt hat das Buch zu früh gedrückt. Das war nicht klug, sorry. Mein. Alias Isaac to steal items. Ja, Dude, aber ich kann mir doch jetzt nicht so viel Herzen wegnehmen, das geht doch nicht. Pumpkin Mask, single use, on use 12 soul hearts, take damage every 60 seconds after use. Das ist halt die Notlösung. Dann müsste ich halt mein Belial-Buch aufgeben. Das ist es wahrscheinlich wert. Wenn wir einen Run schaffen wollen, ist es das wahrscheinlich wert. Mein Damage ist jetzt auf 10, das ist halt okay. So machen. Stirbst du da nicht beim Einzahlen? Was? Einzahlen dauert doch keine 6 Minuten. 12! Meine zu sein. Oh, der springt da. Aber ich musste leider jetzt mit dem anderen Ding spielen. Will ich nochmal Damage? Ich brauche kein Damage mehr. Damage ist okay. Tierrate wäre mir lieber. Mach mal. Ich sage, auf den Damage verzichten war die richtige Entscheidung. Ich muss natürlich, sobald ich auf ein Herz runter bin, muss ich es drücken und dann muss ich innerhalb von 12 Minuten gewinnen. Ohne weiteren Damage genommen zu haben. Das ist dann natürlich ein bisschen tricky. Bei Ultra Greed. Ein Champion bin ich tot. Ich will es aber noch nicht drücken, ehrlich gesagt.
Das könnte sonst zeitlich echt eng werden. Vielleicht sollte ich mal mehr mit diesem Ding arbeiten hier. Sollte viel mehr mit dem arbeiten, das ist ja richtig stark. Ja, wir kämen nochmal, wir könnten nochmal ins Blue Baby wiederkommen, das stimmt. Will ich da nochmal rein? Ja, vielleicht. Easy. Bringt mir nix. Okay. Boah, ich bin echt nicht stark. Ich bin echt nicht stark. Aber ich werde es so probieren. Ich werde versuchen, 50 Coins einzuzahlen. Der Run hat jetzt nicht ewig gedauert. Dementsprechend ganz oder gar nicht. Death-Karte bringt mir nichts. Wir bleiben natürlich bei der Magician-Karte. Ein bisschen Nervenkitzel ist gerade schon dabei. Das Geile ist halt, dass dieser Effekt mit dem Doppelschießen auch auf Incubus geht, ne? Das ist schon stark. Der Effekt ist schon stark. Wow, Leute. Das sind nochmal sehr viel mehr Coins. Okay. Dann lass uns mal raffen. Sobald ich einmal gehittet werde, werde ich drücken. Weil so lange dauert der Kampf dann auch wieder nicht. Vielleicht sollte ich tatsächlich einfach warten, bis das aufgeladen ist und dann schießen. Weil da sind schon sehr viele Tränen, die dann da rausgeballert werden. Ja, die erste Phase hat mehr Leben als die zweite. Ja, okay. Ja, einen Hit können wir noch erlauben. Soll aufpassen. Bombenschaden macht ein ganzes Herz. Wenn du dann noch an so einem Kruzifix-Ding stehst, dann haut das natürlich richtig hart rein. Und wir haben jetzt dauerhaft Dings. Okay, jetzt muss ich drücken. Sofort, 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 sofort. Da ist es. Ach, 83 Coins, das wäre ein Träumchen. Aber jetzt müssen wir uns zusammenreißen. Das jetzt erst nochmal schaffen. Nicht die einfachste Sache. Das ist interessant, so habe ich auch noch nie gespielt mit dem Warten und dem Aufladen. Oh oh. Wäre vielleicht ganz gut, wenn nicht alle Türen aufgehen. Nehme ich eigentlich echten Schaden oder wird mir einfach nur ein Herz weggenommen, wenn dieser Effekt von dem Pumpkin kommt? Na, ich werde es gleich merken. Okay, also schaffen würde ich das jetzt eigentlich sogar ziemlich easy, aber... Die Springerei nervt halt. Was denn? Hä? Holy shit, irgendwas geht hier gerade übelst ab. Ach, hör doch mal auf zu sprengen. Na klar, ich mache jetzt auch immer mehr Damage, als wo ich Schaden kassiert habe, oder? Oh mein Gott.
Hä, du, als ob ich jetzt hier gleich 80 Coins anzahlen kann. Das ist ja überragend. Aber das ist doch nicht mal ein gutes Bild, Mann. Einmal noch. Ach, okay. 80 Coins. So, Stammzellen. Und es sind sogar 84 Coins, also wie zuvor. Mit 11 Minuten länger. Wir sind nur noch ein Run entfernt. Das war's.